Hallo! Wenn Sie in Ihrem Leben einen Menschen haben, den Sie über alles lieben, dann werden Sie auch alles dafür tun, diesen Menschen vor Unheil zu beschützen. Und Sie werden auch dafür sorgen, dass es diesem Menschen immer gut geht, dass er sich wohlfühlt. Und Sie werden auch darauf achten, welche Sprache Sie wählen, wenn Sie mit diesem Menschen sprechen. Und wenn dieser Mensch mit Ihnen spricht, werden Sie auch sehr aufmerksam zuhören, weil Ihnen dieser Mensch so wichtig ist. Und Sie wollen auch viel Zeit Ihres Lebens mit diesem Menschen verbringen, weil dieser Mensch Ihnen auch so gut tut. Und erst, wenn Sie sich selbst so liebevoll behandeln, was Sie ja offensichtlich können, weil Sie das ja mit diesem lieben Menschen auch tun. Erst wenn Sie sich selbst so liebevoll behandeln wie diesen lieben Menschen an Ihrer Seite, erst dann lieben Sie sich tatsächlich auch selbst. Bleiben Sie immer wertschätzend. Herzlichst, Ihre Betül Harnisch.